Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem Adventskalender-Unboxing von uns. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute haben wir einen Adventskalender für Hunde für euch und wir haben gedacht, wir drehen im Garten, weil es ist heute noch ein schönes Wetterchen. Ja, wir haben es abends, das heißt, es ist Sammys Abendbrot, deswegen können wir das machen. Und zwar haben wir hier den Dein bestes Adventskalender für Hunde. Und wenn du Bock drauf hast, mit uns zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, im Hintergrund sieht man tatsächlich unseren Teich, der geht auch noch ein bisschen weiter nach hinten. Ich könnte theoretisch hier auch die Fontäne anmachen, aber man sieht sie gar nicht. Ne, man sieht sie gar nicht, man hört sie nur. Es geht alles mit meinem Randikabandi voll gut. Und ja, jetzt möchte ich nicht prollen, jetzt möchte ich einfach den Adventskalender auspacken. Ja, man hört den Bachlauf, ich hoffe, das stört nicht. Man hört den Wind vielleicht auch, ich hoffe, das stört auch nicht. Und ich hoffe, dass die Lichtverhältnisse okay sind. Aber wir gucken jetzt mal in den Adventskalender. Der hat 15,95 € gekostet, somit ist der etwas teurer als der Adventskalender für Menschen. Finde ich ein bisschen witzig. Und wir starten hier einfach mal mit der Nummer 1. So, was haben wir hier drin, Sammy? Auf jeden Fall was für dich, ne? Ein Fleischstick mit 68% Rind mit den Vitaminen A, D3 und E. Ja, guck, das ist wie so eine Hunde-Beefy. Richtig cool. Ich habe jetzt einfach mal hier draußen auch auf die Mütze verzichtet und auf den roten Lippenstift, weil wenn ich nachher mit Sammy schmuse, stört das. Ja, das scheint auf jeden Fall zu schmecken. Wir hatten den Adventskalender letztes Jahr auch schon ausgepackt und da hat er Sammy auch schon ganz gut gefallen. Deswegen habe ich mir gedacht, dieses Jahr kann ich den wiederholen. Wir haben hier auch die Nummer 2. Ich verzichte jetzt mal drauf, den Adventskalender nach hinten zu halten, oder? Kann ich das machen? Sammy, findest du das okay? Ich glaube schon. Er findet das auf jeden Fall interessant. Die Nummer 2 haben wir eben gesehen. Hier. Hier haben wir drin Getreideröllchen gefüllt mit Markknochen ohne Zuckerzusatz und da sind 15 Gramm drin, also 2 Stück. Gib her, Frauchen, ich esse das schon. Ist okay, ist okay. Also dieses Adventskalender-Unboxing ist ein bisschen anders als die anderen, die ich normalerweise so mache. Nicht nur, weil wir in der Natur sitzen, sondern auch, weil Sammy mit dabei ist. So, dann mache ich hier mal die Nummer 3 auf. Da haben wir drin Knabberherzen mit Rind ohne Zuckerzusatz. Ich glaube, die sind alle ohne Zuckerzusatz. Das sind 15 Gramm enthalten. So können wir uns einmal durch das komplette Sortiment von Dein Bestes snacken. Oh, die sind aber hübsch. Guck, das sind wirkliche Herzen. Willst du das haben? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Soll ich wieder ranschaffen? Okay. Mehr. Okay, dann schauen wir uns mal die Nummer 4 an. Oh, in der Nummer 4 haben wir Plätzchen mit Lamm und Reis. Okay, ohne Zuckerzusatz. 16 Gramm sind enthalten. Die kennen wir doch schon aus dem anderen Adventskalender, also aus dem vom letzten Jahr, glaube ich, ne? Scheint zu schmecken. Die schauen nämlich so. Nummer 5. Knabber-Sandwiches mit Lachs, auch hier wieder ohne Zuckerzusatz. 14 Gramm sind hier drin. Oh. So schauen die aus. Ich bin auch gespannt, ob sich die Produkte heute doppeln werden oder ob wir hier einen wirklich kompletten Mix mit 24 unterschiedlichen Produkten drin haben werden. Mal gucken. Nikolaus, Sammy. Hm? Habe ich eigentlich erwähnt, dass Sammy auch im Dezember Geburtstag hat? Oh, guck mal. Heldenmahlzeit. 100% pures Rind zur Belohnung wahrer Helden. 100% Schlund. Oh. Das riecht ja. Hm? So schaut es aus. Das sind einfach so flache Teile. Nummer 7. Das
auch wieder schön groß. Oh, da ist was drin. Das ist von Exquisit. Hühnchenfilets mit Chondroitin und Glucosamin zur Unterstützung der Gelenke. Und da ist halt echt so ein großer Knochen drin, ne? 40 Gramm. Achso, bei dem Schlund waren enthalten 12 Gramm. Nee, das ist doch nicht so ein großer Knochen. Das sah erst so aus, ne? Weil hier so ein Knochen abgebildet war. Das sind auch wieder so Streifen. Sammy sucht noch einer weiteren Jams bei sich. Kommst du klar? Möchtest du noch einen? Wenn er sich mal so nach hinten lehnt und das dann isst, ne? Großartig. Okay, suchen wir jetzt mal die Nummer 8. Oh, hier haben wir Knochen mit Lamm und Reis, auch wieder ohne Zuckerzusatz. 16 Gramm sind hier enthalten. Oh, das sind aber schöne Knochen. Reis ist ja auch immer sehr magenfreundlich für die kleinen Fellnasen. So, dann schauen wir mal in die Nummer 9. Okay, die hatten wir eben schon mal. Die Getreideröllchen gefüllt mit Markknochen. 15 Gramm sind auch hier enthalten. Wir werden zweistellig und öffnen jetzt mal die Nummer 10. Und er so, und ich habe nichts gekriegt. Was ist da los? Hier haben wir drin Knabber-Sandwiches. Die hatten wir eben auch schon mit 14 Gramm. Möchtest du ein Knabber-Sandwich, Sammy? Eine Fliege, eine Fliege. Fliegen sind unfassbar, unfassbar aufregend, Leute. Er jagt die immer. Er mag nicht so gern Fliegen. Nein. Gut, dann schauen wir uns mal die erste Schnapszahl an, die Nummer 11. Hier haben wir auch wieder 16 Gramm von diesen Plätzchen mit Lamm und Reis. Das sind wieder diese roten, runden Dinger. Hier einfach sein komplettes Abendbrot heute aus Snacken bestehen. Ne? Du hast ein Leben, Sammy. Hier möchte ich mal tauschen. Die Nummer 12, die Halbzeit. Hier haben wir drin die Knabberherzen mit Rind. 15 Gramm sind hier auch wieder enthalten. Die Nummer 13. Hier oben, das ist auch wieder so ein langes Teil. Oh. Hier haben wir ein Fleischstick mit 68% Rind. Das ist genau der gleiche, den du auch schon am Anfang hattest, Mausi, ne? Mit den Vitaminen A, D3 und E. Möchtest du den haben? Den hier? Wo muss ich den dabei jetzt abkriegen, Mausi? Da. Anpacken, ziehen, anpacken und ziehen. Schauen wir uns mal die Nummer 14 an. Hier haben wir wieder die Knabber-Sandwiches mit Lachs drin. Da sind auch wieder 14 Gramm enthalten. Guck mal, ich habe dir hier was hinzuhalten. Ja. Dann schauen wir jetzt mal die Nummer 15 an. Die ist ganz schön groß. Oh, hier haben wir auch wieder die Hühnchenfilets drin mit diesem unaussprechlichen Gedöns. 40 Gramm sind hier enthalten. Dann suchen wir uns die Nummer 16 einmal. Genau, die habe ich nämlich noch nicht aufgemacht, Sammy. Die müsste hier noch irgendwo drin sein. Oh. Da. Ja, hier. Da haben wir wieder die Getreideröllchen gefüllt mit Markknochen. 15 Gramm sind hier enthalten. Die 17? Hm? Kann ich nicht finden, Sammy. Kannst du die Nummer 17 finden? Es muss Teamwork sein, du musst mitarbeiten. Wenn ich die nicht finde, da. Lauf von dir. Du hast die bestimmt schon gefunden. Hier haben wir die Plätzchen mit Lamm und Reis. 16 Gramm sind hier enthalten. An. Oh,
Oh, die ist aber groß. Hier haben wir auch wieder diese Hühnchenfilets drin. Die finde ich ja echt klasse, ne? Die sind immer sehr magenschonend, auch für sensible Hundemägen gemacht, sage ich mal. Hast du schon das dritte Päckchen von mir von Zombie. Es wird eine wundervolle Weihnachtszeit für dich. Und auch generell. Nummer 19. Hier haben wir wieder die Knabberherzen drin. Mit Rind. Hier sind 15 Gramm enthalten. Wir kommen in den 20er Bereich und jetzt suche ich mal die Nummer 20. Da. Oh ja, hier haben wir dann wieder die Schlunde, 100% pures Rind, Schlund, 12 Gramm. Für dich vielleicht? Oder ist da eine Fliege drin? So, die Nummer 21. Hier haben wir wieder Knochen mit Lamm und Reis. 16 Gramm sind hier drin. Dann schauen wir mal die Nummer 22 an und die ist ganz schön groß. Ja, das war jetzt wenig Abwechslung. Wir haben jetzt hier wieder den Schlund drin. 12 Gramm. Die Nummer 22 ist ganz lang. Oh, hier haben wir einen Fleischstick mit 68% Rind. Den hatten wir auch schon zweimal drin. Also so abwechslungsreich, wie ich das gehofft habe, ist es leider nicht. Und in der 24 haben wir natürlich etwas drin, was Henry auch schon bei sich in seinem Vorratsschrank stehen hat. Eine Maus hier. Exquisit Delikatess Leberwurst mit viel frischer Leber und Petersilie ohne Zuckerzusatz. Das ist eine Full Size mit 75 Gramm. Jo. Dann bekommt er jetzt noch einmal den Fleischstick. Weil du kannst einfach nur anpacken und ziehen. Yay! Voll gut, ne? Fressen kann er. Doch, also der Adventskalender hat uns, glaube ich, ganz gut gefallen. Ne? Da kann man jetzt so nicht sagen, dass es irgendwie verkehrt war. Da macht man auf jeden Fall nichts mit verkehrt. Du kannst die Sachen sowohl für kleine als auch für große Hunde verwenden. Das finde ich auch ganz schön. Das mit dem Getreide und zuckerfrei finde ich auch ganz nett. Also von daher, ich mache hier gerade die ganzen Kläppchen nochmal zu, weil ich halte ja immer so gerne den Adventskalender nochmal in den Hintergrund. Auf jeden Fall eine lohnenswerte Geschichte, die man sich anschauen kann und ja, damit den kleinen Vierbeiner glücklich macht, oder? Also das war jetzt tatsächlich unser Unboxing zu dem DM Dein Bestes Hunde Adventskalender. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Dort verlinke ich euch die ganzen Sammy-Videos. Hier unten ein neues Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.